Strategien und Trade-Ideen. Fix und fertig geliefert. Börsendienst-Optionsstrategien. Jetzt 4 Wochen gratis testen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jens Rohrwe und ihr seid richtig hier bei Optionsstrategien TV. Und heute beschäftigen wir uns mal mit der Frage, warum wir immer mal wieder zu schnell in den Markt wollen, warum wir es manchmal nicht abwarten können, unbedingt einen Trade umzusetzen und was es da für kleine psychologische Hilfsmittel gibt, die uns davor abhalten, solche Fehler zu machen. Also ich sitze gerade hier an meinem Schreibtisch, ich habe gerade noch mal Korrektur gelesen, unseren Optionsbrief, der heute rausgegangen ist. Und da ist mir wieder mal eins aufgefallen, nämlich im Optionsbrief stellen wir oftmals Trade-Ideen vor, bei denen wir dann allerdings sagen, wir haben hier ein bestimmtes Setup vorliegen, also beispielsweise eine besondere Situation bei den COT-Daten, also bei den sogenannten COT-Daten, oder wir haben ein bestimmtes Muster im Chart vorliegen, wir haben ein bestimmtes irgendwas Auffälliges in der Volatilität gesehen. Und dann schreiben wir oftmals dazu, wir setzen den und den Trade um, wenn Folgendes passiert. Also zum Beispiel machen wir was ganz Simples. Wir wollen einen Put verkaufen und wir werden diesen Trade umsetzen, wenn beispielsweise ein Kaufsignal im Tageschart erfolgt. Und dann bekomme ich immer mal wieder so E-Mails. Also beispielsweise das Ganze geht dann raus und das Kaufsignal kommt in den nächsten 2, 3, 4 Tagen nicht, weil einfach der Markt noch nicht bereit ist, dahin zu gehen. Wir haben es falsch eingeschätzt, wie auch immer. Jedenfalls, es passiert nichts und wir machen auch nichts. So, und ich kann euch zum Beispiel jetzt mal hier einen Chart einblenden von den Bonds. Wir sind momentan eigentlich von der Grundidee her eher optimistisch für die Bonds, aber zum jetzigen Zeitpunkt hier in dem Moment gibt es noch kein Kaufsignal für die Bonds. Also sage ich, okay, warum soll ich jetzt einen Put schreiben? So, jetzt bekomme ich allerdings immer mal dann wieder E-Mails, wo dann jemand schreibt, ich habe diesen Trade umgesetzt und der ist mir jetzt ins Minus gelaufen, wie soll ich mich denn jetzt verhalten? Und dann frage ich mich, wie jetzt diesen Trade umgesetzt? Wir haben doch ganz klar gesagt, der Trade macht erst dann Sinn, wenn eben zum Beispiel ein Kaufsignal erfolgt. Und jetzt ist einfach das, was ich sehr häufig beobachte und was ich auch von mir kenne, nämlich als ich angefangen habe und was ich auch vielleicht noch vor 4, 5 Jahren manchmal in mir gespürt habe, nämlich, dass man manchmal Angst hat, etwas zu verpassen. Also man sieht hier einen Trade und sagt, Mensch, das passt gut zusammen und das passt gut zusammen. Das muss doch jetzt ein sehr, sehr guter Trade werden. Und damit verdiene ich eben jetzt ein paar $100, ein paar $1000, wie auch immer. Und dann warten wir nicht ab. Wir sagen, naja, das wird schon kommen. Also das heißt, wir wollen quasi schneller im Markt sein, weil wir uns sagen, Mensch, wenn ich jetzt schon den Put verkaufe, dann bekomme ich doch einen viel besseren Preis, als wenn der Markt schon ein bisschen nach oben geht, sich der Strike quasi vom Preis entfernt, oder besser gesagt, der Preis sich vom Strike entfernt und ich weniger Prämie bekomme. Und das ist aber natürlich ein falsches Denken. Und zwar, es zeigt eigentlich, wenn wir solche Dinge tun, dass wir selbst noch zu gierig sind. Das heißt, wir wollen Dinge erzwingen, wir wollen schlauer sein als der Markt. Es hat eigentlich etwas mit unserem Inneren zu tun, dass wir Angst haben, etwas zu verpassen. Und das ist etwas, was man sich unbedingt abtrainieren muss. Ne? Also, dass man sich unbedingt das Ganze abtrainiert und sagt, ich mache das Ganze wirklich nur dann, wenn eben mein Triggerpunkt ausgelöst ist und ich springe eben nicht vorausschauend rein, weil manchmal hat man das Pech und es funktioniert. Warum sage ich jetzt, manchmal hat man das Pech? Naja, weil man dann natürlich für einen Fehler belohnt wird. Und immer wenn wir für Fehler belohnt werden, setzt sich das in unserem Kopf fest. Der Fehler scheint ja gar nicht so schlimm zu sein. Und das führt eben dann dazu, dass wir diesen Fehler immer, immer wieder machen. Und irgendwann endet das Ganze auch mal richtig böse. So, und wie kann man das machen? Was habe ich gemacht, um mir diese Dinge abzugewöhnen? Und zwar
Ich habe Folgendes gemacht. Ich habe mir dann, als ich selber an mir so gemerkt habe, du bist immer so ungeduldig, du willst die Trades immer unbedingt machen, du denkst immer, der nächste Trade, das würde alles Entscheidende, dann habe ich mir eine Checkliste gemacht. Eine Checkliste, ganz, ganz simpel, einfach hier irgend so ein Blatt genommen, ne? Habe mir da was draufgeschrieben, jetzt mache ich das nicht mehr, und habe mir eben dann draufgeschrieben, okay, ganz oben zum Beispiel, nennt es wie ihr es wollt, ich möchte nur 5-Sterne-Setups handeln oder ich handle nur, wenn alle Bedingungen erfüllt sind. Also das stand bei mir ganz oben drauf. Ich habe das damals 5-Sterne-Setups genannt. 5 Sterne, einfach die Assoziation zu einem teuren Hotel irgendwie, ne? Oder einem teuren Laden. Und oder nennt es halt eben Porsche. Es gibt einen Händler in Amerika, der John, der sagt immer, dass eines sind Porsche-Setups. Also wenn du die handelst, dann verdienst du dir einen Porsche, und das andere sind irgendwie, weiß nicht, wie er es nennt, ich glaube Mitsubishi-Setups oder irgendwas, oder Kleinwagen-Setups, also dann verdienst du nur einen Kleinwagen. Auch eine schöne Geschichte. Je nachdem, was euch gefällt, schreibt da oben was drauf. Und dann macht ihr euch wirklich so ein paar Punkte, dass ihr eben sagt, okay, ist denn die Erwartung an die Volatilität erfüllt? Ist denn das Kaufsignal ausgelöst oder Verkaufssignal, je nachdem? Ist das erfüllt? Ist das und das? Also all die Punkte, die ihr eigentlich braucht, um einen Trade auszulösen. Und dann hakt ihr das Ganze ab, und dann ganz wichtig, macht unten drunter nochmal, schreibt euch nochmal 1-2 Sätze hin, die ihr unterschreiben müsst. Und zwar, ihr könnt zum Beispiel als einen Satz schreiben, ich handle nur 5-Sterne-Setups, weil wenn ich 5-Sterne-Setups handle, dann werde ich langfristig erfolgreich sein und eben meine Ziele im Trading erreichen. Und der andere Satz ist, dass ihr ganz bewusst hinschreibt, wenn ihr jetzt zum Beispiel nur von den 5 Punkten, die ihr ankreuzen müsst, nur 3 habt, dass ihr dann hinschreibt oder und das auch selber unterschreiben müsst, ich begehe gerade einen Fehler, weil ich gierig bin, weil ich zu schnell in den Trade komme und weil ich meine eigenen Emotionen nicht im Griff habe. Und das müsst ihr dann unterschreiben. Also das heißt, ihr müsst euch quasi das selber so ein bisschen machen. Das ist ein kleiner psychologischer Trick, aber glaubt mir, sowas hilft. Und wenn ihr da sitzt und sagt, komm, das unterschreibe ich halt, weil das wird schon gut gehen. Wenn es 3-mal hintereinander dann nicht gut gegangen ist oder 2-mal und ihr habt es immer unterschrieben, dann merkt ihr, verdammt, was bin ich für ein Idiot? Wieso mache ich das immer wieder? Und das hat mir zum Beispiel dann wirklich geholfen, extrem diszipliniert mit meinem Handel zu sein und eben zu sagen, okay, wenn eben heute hier der Auslöser kommt, dann kommt er eben. Und wenn er nicht kommt, dann kommt er eben nicht. Das ist auch nicht so schlimm. Dann warte ich eben, bis er kommt, weil ich möchte wirklich nur noch Dinge handeln, bei denen ich eine Wahrscheinlichkeit habe, dass ich Geld verdiene. Ich trade nicht um der Trades willen. Der Einzige, und das ist eine wichtige Lektion, die ihr euch merken müsst, der Einzige, der bezahlt wird, weil ihr einen Trade macht, ist euer Broker. Das heißt also, jedes Mal, wenn ihr klickt, verdient euer Broker Geld. Und der ist der Einzige, der bezahlt wird, egal ob der Trade aufgeht oder nicht. Ihr werdet für den Trade nur dann bezahlt, wenn ihr euch das bestmöglichste Setup raussucht, die bestmöglichsten Wahrscheinlichkeiten und dann diese Wahrscheinlichkeiten auch nutzt. Immer wenn ihr davon abweicht, bezahlt ihr nicht euch, sondern bezahlt ihr vorrangig euren Broker. Und jetzt müsst ihr euch einfach überlegen, für wen habt ihr euer Konto? Habt ihr das Konto für euch oder habt ihr das Konto für euren Broker? Und dann wird es eigentlich ganz, ganz einfach. So, das war ein kleiner Tipp aus der Praxis von mir. Schreibt mir mal eure Erfahrungen rein. Wie geht ihr mit solchen Dingen um? Was macht ihr? Was wollt ihr umsetzen? Arbeitet ihr auch mit diesen kleinen psychologischen Hilfsmitteln? Und falls ja, welche nutzt ihr da? Denkt immer daran, wir traden nicht für den Jackpot, sondern fürs regelmäßige Einkommen. Wir sehen uns wieder hier beim nächsten Video. Euch bis dahin viel Erfolg an der Börse. Und je nachdem, wann dieses Video kommt, kann also sein, es dauert ein paar Tage, bis wir das Video hochladen. Ihr könnt ja mal schauen, ob das Kaufsignal in den Bonds ausgelöst wurde. Falls ja, dann habe ich jetzt einen Short Put oder ein paar mehr. Und falls nein, dann sitze ich nach wie vor hier und habe keine Position in den Bonds. In diesem Sinne, euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut, bye bye.